Ja, Hallöchen zusammen! Ich möchte euch in dem Video zeigen, wie ihr Fluffluff, Pummeluff und Knuddeluff bekommen könnt. Hier seht ihr die Habitate, in denen Fluffluff überall vorkommen kann. Und ich bin jetzt in der südlichen Zone 1. Um das Patrolido-Dorf rum haben die eine 60% Spawnrate, also mega easy hier eins zu finden. Hier habt ihr jetzt noch die Habitate von Pummeluff, das auch in der Nähe von bewohnten Gebieten zu finden ist. Wir gehen jetzt aber in die südliche Zone 3. Genau dort, wo ich jetzt bin, haben wir einen fixen Spot für ein goldiges Pummeluff, das hier täglich auch wieder neu spawnt, sollte man es besiegt oder gefangen haben. Hier seht ihr jetzt die Habitate, in denen Knuddeluff überall vorkommen kann. Also in der nördlichen Zone 1. In Bergbiomen hat es eine 5% Spawnchance. Ich habe jetzt aber wirklich lange gesucht und keines gefunden. Um Fluffluff zu entwickeln, muss die Freundschaft hoch genug sein und ihr müsst ihm ein Level abgeben. Die Freundschaft erhöhen könnt ihr, indem das Pokémon im Team ist und ihr damit kämpft, wenn ihr es aus dem Ball rauslässt oder mit ihm im Camp spielt. Außerdem könnt ihr ihm noch das Item Sanftglocke geben, das ihr in Mesalona City bei dem Shop hier kaufen könnt. Beim Tragen erhöht sich die Freundschaft dann um 50% schneller. Und in Garafosa City auf dem Hauptplatz ist eine Frau mit einem Merrill und die gibt einem einen Hinweis darauf, wie gut die Freundschaft zu einem Pokémon ist. Für die Entwicklung reicht diese Freundschaftsstufe hier aus. Und Pummeluff entwickelt sich, wenn man ihm einen Mondstein gibt. Den Mondstein könnt ihr entweder in der Brutzelwüste als Glitzer-Item finden, ihr bekommt ihn als Dex-Belohnung für 210 Einträge und in Puerto Marinedo bei den Auktionatoren könnt ihr ihn auch bekommen. Das Sortiment der Waren wechselt dort täglich. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Macht's gut und Paris Athen, auf Wiedersehen!